Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Chartcheck für den DAX und für den Ölpreis. Beide stehen, der DAX steht unter Druck, der Ölpreis ist auf neues Hoch ausgebrochen. Das eine bedingt das andere. Der DAX kann nicht so recht anknüpfen an die Stärke der Wall Street. Wir haben den S&P 500 fast auf einem neuen Allzeithoch. Der Dow Jones ist gestern auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Also die Wall Street marschiert nach oben durch. Der DAX tut es nicht. Wie ist das zu bewerten? Technisch haben wir seit dem 18. Oktober ist da der Deckel drauf. Hier zu sehen ist der Stundenkerzenchart vom Germany 40 Cash CFD. Ein Top ist entstanden bei 15.556. Das Top haben wir gestern bestätigt mit den Rallies, diese Fehlzündungen, die wir zu Rallies gesehen haben, haben dieses Top bestätigt. Alles unter 15.556 im Germany 40 ist als Korrektiv zu bewerten. Die 200-Stunden-Linie bei 15.411 könnte heute eine Unterstützung sein, zusammen mit der 1,61er-Extension bei 15.440. Belastend wirkt der Ölpreis, der gestern erneut nach einem Test der 200-Stunden-Linie der einfach gewichteten, hier in Pink zu sehen, eine Kaufwelle gesehen hat. Wir sind auf ein höheres Hoch gegangen, zu einer Trendwende ist es nicht gekommen. Heißt nicht, dass diese Trendwende nicht jetzt auch noch kommen könnte. Man muss es beobachten, aber es gab eben keine Trendwende-Formationen, keine Top-Bildungen, sondern an dem wichtigen neuralgischen Punkt des Impulsendes vom 18. Oktober 20 Uhr wurde einmal, zweimal gekauft und dann gab es eben diese Rallye, die durch Momentumkäufer ausgelöst ist, die durch Leerverkäufer ausgelöst ist, die durch die Bullen ausgelöst ist. Das ist ein bullischer Markt, der Ölpreis, der Ölmarkt. Und insofern hier von Seiten des Inflationsdrucks erst einmal keine Entwarnung. Das belastet den DAX. Man muss immer sich vor Augen halten, dass die Energiepreise in Europa viermal so hoch sind als in den USA, wenn man sich das Erdgas anschaut, aber auch die Strompreise, die da dranhängen, die Heizkosten, die wir jetzt im Winter haben werden. Das schafft Wettbewerbsnachteile für den Standort Deutschland, Standort Europa relativ zu den USA. In den USA sagt man, Energiepreise sind gestiegen, wir machen uns da Sorgen, aber das ist klar auf einem hohen Niveau, wenn man das vergleicht mit den Energiepreisen, die wir hier haben. Also insofern, die Belastungen sind da. Und Anleger warten im Moment daran, dass der DAX sich wieder ankoppelt an die Stärke der Wall Street, weil die ist da. Aber wenn der DAX nicht mitläuft, was passiert dann, wenn die Wall Street in eine Zwischenkorrektur geht und fällt? Wird dann der DAX noch stärker fallen? Also das muss man beobachten. Im Moment ist die charttechnische Situation hier zu beobachten.